Ja, hier mal ein kleines Video von den vier Tauben, die in Offenbarn erfolgreich waren. Die mittlere blaue da, das ist die Schlagerste gewesen und somit auch die Zonensiegerin. Die ganz links, das war die zweite. Dazwischen ist die dritte Taube und hier ganz rechts außen, das war die vierte Taube von Abon. Fünf habe ich geschickt, die letzte ist leider noch unterwegs. Ja, kurz zu den Tauben. Also alle Tauben haben zur Hälfte mindestens das Blut vom Oswald Schneider und vom Hans-Jürgen Schulz in sich. Und zwar, ja, Sam de Jong, Nico Volkens, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, die blaue zum Beispiel, da habe ich dann die Mama, die ist vom Detlef Devers. Ja, auch aus erfolgreichen Linien von ihm. Und die daneben, die gehämmerte, die als drittes zu Hause war, da ist die Mama von Frank Giese. Aber da ist auch wieder Nico Volkens mit drin. Und bei ihr, ja, da ist fast nur Oswald Schneider und Hans-Jürgen Schulz zusammengepaart. Und bei der letzten, da ist dann der Papa noch von Peter Elvermann seine Sorte. Ja, so ist das. Tschüss.